Ich musste es sagen. Wenn man jetzt wie ich Stinkefüße hat. So, die Rocke müssen wir noch ein bisschen tragen. Außerdem hat er jetzt Pipi da reingemacht. Wie ein Baby. Jetzt müssen wir ihn umziehen. Wickeln, oder? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal möchte ich mich bedanken bei euch allen, die so viele Genesungswünsche für unseren armen kleinen Rocky geschickt haben. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Tierarzt. Es ist noch ein bisschen kritisch. Die ersten 3 bis 5 Tage nach der Operation sind nicht so ganz ohne, aber ich hoffe doch, dass jetzt alles gut wird. Ich habe es euch ja in der Community geschrieben. Rocky hat einen Pfirsichkern verschluckt. Es ging ihm schon letzte Woche nicht gut und letztlich musste er in die Tierklinik, um dann notoperiert zu werden. Ja, also danke hierfür nochmal. Aber jetzt zurück zu unserem heutigen Video, das jetzt eben mit etwas Verspätung auch kommt. Und zwar, ihr habt euch schon lange gewünscht, dass die Easy eine Schulroutine euch zeigt. Also sprich, wie schaut es aus, wenn sie von der Schule kommt? Was wird da zuerst gemacht? Macht sie zuerst Hausaufgaben? Isst sie zuerst? Oder wie schaut denn der restliche Tag dann so aus? Und dieses Video haben wir heute für euch. Und ich gehe jetzt mal los, denn was möchten alle Kinder, wenn sie von der Schule kommen? Nein, nicht YouTube schauen, sondern Mittagessen. Beziehungsweise sie sollten Mittagessen. Tatsächlich war es so, tatsächlich ist es so, dass bei uns jetzt super viel liegen geblieben ist die letzten Tage, eben weil wir den kranken Hund hatten oder haben. Auch heute ist mir der Vormittag eigentlich wieder davon gerannt. Aber ich finde es immer super wichtig, dass die Kinder wirklich was Warmes zu essen haben Mittag. Beziehungsweise der Tobias ist in der Schule, der ist ja weiter weg in der Schule und die Isabel, die ist ja erst in der 3. Klasse und die ist aber zu Hause jeden Tag. Und da wird auch immer frisch gekocht. Wie ist es bei euch eigentlich? Tja, jetzt geht's los. Das kocht jetzt von selber und ich decke jetzt meinen Tisch und warte auf die Easy. Hallo Mama! Ja, hi! Na? Und heiß heute, oder? Ja. Du hast erstmal einen Schulranzen runter und hängst ihn auf. Ich habe das Essen schon fast fertig, ja? Ja. Schuhe ausziehen, Hände waschen, okay? Ja. Und dann kommst du in die Küche. So, Essen ist gleich fertig. Tisch habe ich schon gedeckt. Gell? Schau, es piepst schon. Reispfanne mit Paprika, Hackfleisch. Gell? Und dann können wir uns unterhalten. Ja. Kannst dir einfach schon was zu trinken einschenken. Ich bin auch gleich bei dir. Ja, soll ich dir auch was einschenken? Ja, ein bisschen bitte. Oh, ist das heiß heute, oder? Ja. Gestern war es auch so heiß, gell? Ja. Aber gibt es vielleicht bald hitzefrei? Wie? Gibt es doch manchmal, oder nicht? Wegen der Schule? Oh. Hör mal. Oder wie hitzefrei? Ja, in der Schule. Weil es so heiß ist? Ja, kennt ihr das nicht? Gibt es bei euch nicht manchmal hitzefrei? Da darf man dann einfach früher gehen. Also früher war es so, da haben die dann einfach eine Durchsage gemacht und da war frei. Aber heute ist ja alles nicht mehr so einfach. Heute muss es angekündigt werden. Also hätte es sein können, dass sie heute sagen, morgen wird es so heiß, morgen ist um 11.15 Uhr Schluss. Wir haben am Freitag um 11.15 Uhr. Ja, bei Ferien. Genau, so erzähl mal, was hast du mit Hausaufgabe auf? Also im Zauberlehrling und im Matheheft. Okay. Also, guten Appetit, jetzt essen wir erst einmal, gell? Mhm. Ich hab gesagt, es ist heiß. Ich dachte, du meintest das Wetter damit. Ja, auch. Also, im Rocky geht es soweit auch wieder. Also, es ist noch kritisch. Aber ich war beim Tierarzt, habe die Narbe anschauen lassen.
Schaut gut aus. Und hab nochmal Futter mitgenommen, Anna. Ist das jetzt hier eigentlich aber auch wegrasiert? Mhm. Und kann es dir später mal zeigen. Das ist wahrscheinlich so dünn, oder? Ja, nicht nur deswegen. Aber jetzt essen wir erstmal, gell? Mhm. Mhm. Und dann den Hoffnung. Der Geburtstag heute. Der dann schaust, dass deine Hausaufgaben bis dahin fertig hast. Kann ich bis Mittwoch machen, die Hausaufgaben? Ja, wir machen es heute. Tragen. Außerdem hat er jetzt Pipi da rein gemacht. Baby, jetzt müssen wir ihn umziehen. Wickeln, oder? Ja, so ungefähr. Sag nochmal das mit dem Mädchen. Muss halt wieder die Mädchenklamotten anziehen. Popo hoch. Ja. Mann. Ja. Noch einmal. Hat er sich total nachgeschüttelt. Und du dich auch, oder? Ja. So, alles neu stecken. Ja, jetzt die Mädchensachen. Meine Unterwäsche. Tja. Aber der Fuß ist gar nicht durch. Ach so. So, jetzt sitzt der Schlüppi. Also Leute, ich habe jetzt gegessen, war bei den Hasen und jetzt werde ich meine Hausaufgaben machen. Aber stopp! Da ihr euch ja eine Schulroutine gewünscht habt, zeige ich euch jetzt noch meinen coolen Kukasu-Schulrucksack. Ich zeige euch jetzt das Coolste an meinem Schulranzen und zwar die Patches. Davon habe ich ganz viele bekommen und die tut man einfach nur hier auf. Das Coole an dem Schulranzen ist, dass man sich die Reißverschlussbänder und die Schnallen alles selber gestalten kann, sozusagen zu dem Patchet. Also zu dem hier gibt es die Schnallen und die Reißverschlussbänder. Zu dem gibt es das hier. So, und das. Und dann hat man noch freie Auswahl für türkise Bänder und schwarze. Also ich spreche jetzt hier mal hinter der Kamera schnell mitten rein. Ich bin hier, Mama, immer da hinter der Kamera. Und zwar sind das die Match Patches. Da könnt ihr euren Kukasu-Schulrucksack richtig individuell gestalten. Und ich habe da auch einen Blogbeitrag geschrieben, wenn es euch interessiert oder vielleicht eure Eltern. Den verlinke ich euch jetzt mal oben. Das könnt ihr dann ganz genau nachlesen. So schaut auf jeden Fall kein Kukasu aus wie der andere, auch wenn die Freundin vielleicht das gleiche Design hat. Unbedingt haben, weil er von Victoria und Serena das Design hat. Genau, der hat das Design Tribal Melange und das kennt ihr vielleicht noch aus der Spring in eine Pfütze Tour von Victoria, Sarina und die Isabel hat sich den sehr, sehr, sehr gewünscht. So, jetzt bin ich aber auch schon ruhig hier hinter der Kamera. Ich zeige euch jetzt mal die wichtigsten Features von meinem Kukasu-Schulrucksack. Also, ich habe hier hinten an meinem Schulranzen so ein ganz kleines Geheimfach. Und da kann man das aufmachen. Und ich habe da jetzt zum Beispiel meine Busfahrkarte drin. Und man kann, wenn man jetzt Geld braucht, da einfach mal reintun, dann kann es niemand klauen. Das Tolle an dem Kukasu ist jetzt, wenn man ihn am Rücken hat, fühlt er sich wie eine Feder an, die man gerade aus dem Rücken hat, weil man die
Gürtel hier vorne in seiner Größe verstellen kann. Und zwar muss man einfach nur... Das ist das Easy Grow System. Eigentlich wollte ich das machen, aber jetzt bist du schon so weit, okay. Am oberen Fass aufmachen und dann ist hier so ein Zettel, sag ich mal. Und da drin ist so ein Teil, das man hochdreht. Dann, das ist dann sowas zum Umdrehen. Und wenn man das dreht, kann man den nehmen und der zieht sich dann so weit raus. Wie man ihn eben braucht, für wie er dann für deinen Rücken eben richtig passend ist. Wenn man jetzt einen großen Rücken hat. Genau. Der wächst ja auch mit. So ein Kukasu-Schulrucksack, den habt ihr ja auf jeden Fall länger. Und dann muss der auch mitwachsen natürlich. Und der Schuhranzen ist eben deswegen so schwer, weil die Isabel unwahrscheinlich viele Bücher dabei hat. Wir müssen dann mal gucken, ob die Isabel überhaupt alle Bücher braucht, die da drin sind. Ich tue nur rein, dass ich nie was vergesse. Ja, okay, da wird er natürlich dann schon ganz... Bank hier drin. Da wird er natürlich dann auch schon tatsächlich schwer, denn der Kukasu selber ist ein richtiges Leichtgewicht, der wiegt gar nicht viel. Auch da schaut bitte mal in den Blogbeitrag, den wir noch für euch haben, da steht alles drin. So, jetzt musst du es wieder auf deine Größe einstellen. Habe ich schon. Okay, super, dann geht's weiter. Ihr den jetzt auf dem Rücken und ihr seht, das ist so meine Größe. Das muss bis zum Po ungefähr gehen. Der Schulranzen und hier vorne habe ich das immer eng, dass ich mich richtig bewegen kann. Und wenn ich das jetzt nämlich aufmache, fällt der auch nicht gleich so runter. So schaut es dann alles aus. So. Und die Fächer mit dem Netz hier, die sind jetzt für Trinkflaschen einfach zum Reintun. Und wenn man mal größere hat, die da leicht rausfallen können, tut man das einfach in dieser Schnalle reinschnallen. Genau, da kann man auch mal was, eine Jacke festschnallen oder so. Ja. Genauso dreh ich mal um, das sag ich jetzt wieder. Genauso wie hier hinten. Guckt mal hier. Da sind nochmal Schnallen für eine Jacke, für euer Pennyboard oder Skateboard, je nachdem, was ihr habt. Auch toll finde ich an dem Rucksack, dass da einer ein dicker Griff ist, wo man den richtig transportieren kann. Und so ein dünner, fast normalen Stoff, den man dann, wo man dann aufhängen kann. Genau, weil wir hängen den immer auf zu Hause, gell? Bei der Heizung an einen Haken, genau. Ja. Jetzt wird's spannend, jetzt mach mal auf, komm. Ich fange jetzt einfach mal von vorne nach hinten bei den Fächern an. Also, in dem Fach kann man alles Mögliche reintun. Seine Brotzeit und, also, ja, halt für die Brotzeit was. Aber das war, glaube ich, klar, das ist bei jedem Schulranzen hier so. Im zweiten Fach, da tue ich oft einfach so Taschentücher und so Krams rein. Und natürlich gibt es zudem noch ein Mäppchen, das wollte ich unbedingt haben, weil zu einem Schulranzen braucht man passende Mäppchen. Aber ich... So, die Isabel hat das jetzt einfach so mit Buntstift, mit Schere, mit Lineal ausgestattet, braucht aber für den Unterricht einfach doch noch ihr Federmäppchen. Da kommt sie im Moment noch ein bisschen besser klar. Aber das ist ja kein Problem. Das kann ja jeder machen, wie er will. Also jetzt sind hier noch zwei Fächer übrig. Das hier benutze ich immer für mein Federmäppchen und für meine Jacke. Aha, Ja. Das ist jetzt mein Federmäppchen. Das ist noch von deinem Step-by-Step-Schulranzen. Geht aber auch sehr, sehr schön. Ja. Das passt ja auch ein bisschen dazu, gell? Ja, weil das so lila ist, gell? Mhm. Hier vorne, da muss ich mal ein bisschen ausmisten, ist mein Füller. Den habe ich ja in der Back to School gekriegt, gell? Meine Schere, mein Radiergummi, mein Textmarker nochmal. Und meine zwei Stifte. So, da gibt es ja jetzt nicht so viel zu sagen. Falten Federmäppchen, weiter geht's. Im letzten Fach sind... Im letzten Fach sind meine ganzen Bücher, Hefte und was weiß ich drin. Also da ist...
da sind ja Hefte und meine Wichtigmappe. Ja. Und was ich richtig cool finde, dass hier in dem Stoff drin noch so leicht so eine Wolke und XO drin ist. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Echt? Guck mal, was du alles siehst. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber du hast natürlich recht. Das ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Sehr cool. Also, natürlich gehe ich auch manchmal im Dunkeln mit dem Schulranzen vielleicht oder wenn es regnet und es dunkel ist raus. Und deswegen hat man ja natürlich auch an die Sicherheit gedacht. Und da sind hier die Reflektoren und an den Ärmeln. Aber man kann, nicht darüber ist ein Pendel, aber man kann auch das Pendel nehmen mit denen. Dann sieht man mich auch, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war mein super cooler Crocus to Scale Race Schulrucksack. Aber natürlich habe ich auch Sportunterricht. Und zu einem mega coolen Schulrucksack gehört natürlich auch eine mega coole Sporttasche. Die hat genau dasselbe Design. Und hier so ein langen Gurt, so zum Umhängen. Und noch kurz einfach so zum Tragen, so kleine Henkel. Lalalala. Die Isabelle nimmt die übrigens auch super gern mal mit, wenn wir kurz in Urlaub fahren oder so, weil da passt echt eine Menge rein. Und hier ist noch von der Mystery Box, der Einhornschleim. Genau, zeig doch nochmal das für die Schuhe. Das finde ich nämlich so super praktisch. Und wenn man jetzt, wie ich, Stinkefüße hat. Will keiner wissen. Dann gibt es natürlich auch, oder wenn man gerade nasse Schuhe hat oder irgendwas nasses, so ein extra Fach. Stimmt, zum Baden hast du die auch dabei gehabt, im Hallenbad mit der Schule. Das war auch sehr praktisch. Da und da kann man Badeanzüge, Badesachen, alles rein. Sportsachen, Sportschuhe. Ja. Und das andere Fach nochmal trinken oder so, ne? Und in das Fach kann man Brotzeit, Trinkflasche, ja. Muss ja auch nicht immer alles ganz voll sein. Ja. Und vorne ist einfach nur, also wieder diese leichten Muster reingeritzt. Und einfach ziemlich viel Platz für die Sachen einfach. Also das war jetzt mein Schulrucksack und meine Sporttasche. Und es gibt natürlich jetzt auch wieder viele neue Designs und Farben. Ihr könnt einfach mal auf Kokazu vorbeischauen und vielleicht habt ihr ja dann auch bald so einen Schulranzen wie ich. Ich verlinke euch das alles nochmal unten in der Infobox. Und mit solchen Sachen macht die Schule auch ein bisschen mehr Spaß. Aber ich musste es sagen. So Leute, ich komme leider nicht drum rum. Jetzt muss ich erstmal Hausaufgaben machen. Das war meine Schulroutine. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, abonniert uns und tschüss.